So, herzlich willkommen zu einem kleinen Angezockt heute wieder. Für Gemodrome wieder. Und zwar ist es diesmal anderes Spiel. Es gibt keinen Speicherstand für Attack on Titan. Natürlich. Wir nehmen den hier. Jo. Okay. Dankeschön. So, hier können wir jetzt bestimmen, wie groß das Feld ist. Wir nehmen natürlich das größte. Du kommst in leichter Spiel voran, wenn du Schwierigkeits auf leicht wählst. Wenn leicht ändern, kannst du jede Seite. Ja. Nein. 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 Schauen wir einfach mal. Runterladene Inhalte werden überprüft. Kotei Tecmo Games. Product by Omega Force. So, herzlich willkommen dazu, nochmal, recht herzlich. So, die Stufenobergrenze liegt jetzt bei 120, der oberste Rang ist nun 15. So, wir können uns mal kurz was angucken hier. Eine Galerie, natürlich ist da noch nichts drin, ne? Wir haben ja auch noch nichts gespielt. Ja, Charakter-Episoden-Modus. Der Charakter-Episoden-Modus ist ein Neuheit bei Attack on Titan Final Battle. Er ermöglicht dir, die Geschichte aus der Sicht verschiedener Charaktere ganz neu zu erleben. Armin Allard. Nächste Seite. Eren Jaeger. Mikasa Ackermann. Ja. So. Was ist denn jetzt? Kann ich hier mal... Achso. Stimmt. Ich hab ja drauf... Gut. Gut, gut. Weiter. Kabe no mukou ni wa umi ga aru to Armin ga itta. Umi no mukou ni wa ore wa 何があると思ってたんだろう。調査兵団は鎧の巨人ライナーブラウンと超大型巨人ベルトルトフーバーからエレンイェーガーの奪還を果たした。 だが、その犠牲はあまりにも大きかった。作戦を遂行した調査兵団は壁内への帰還すべく馬を走らせる。絶対にエレンを連れて帰らなきゃ。
Prolog, Rückzug hinter die Mauer. Okay, so schlägt man. Läuft mit Hus, mit A springst du. Drücke X, um einen Anker auf Objekte in der Nähe abzufeuern. Und fliege 3D-Drohnen. Im Sprung kannst du X einen weiteren Anker abfeuern und mit LS lenken. Drücke A, um in die Luft zu springen. Oder halte die Taste gedrückt, um mit voller Geschwindigkeit voranzustürmen. Diese Technik nennt sich Schubsprint. Wenn du die Wand berührst, kannst du LS neigen. Halten, um einen Landlauf durchzuführen. An der Wand entgegen lang zu laufen, kannst du an der Wand sogar Halt machen. Okay. できれば。だけどなぜ巨人たちは僕たちを無視して鎧の巨人に向かったんだろう。まさかエレンがやったのか。104機は悪運が強いんだ。きっと壁までたどり着ける。いよな、悪運に頼ってる場合じゃねえだろ。生きて帰りたきゃ気を抜くなよ。おおおい、うん、das Haus mit. Wenn du Titan in der Nähe sind, kannst du mit RB in den Kampfmodus wechseln. Mit Y kannst du dann Anker auf den Körperteil des Titan abfeuern, 3D-Moden einleiten. Verwende LS, um einen Anker zu kreisen, dann um Schub zu geben. Okay, wir probieren es einfach mal. Greift die ganze Zeit an. Hallo? Mal weg von mir. Hey, das dauert so. Das hält dauernd so. Ja, endlich. Jetzt komm schon!
Zack! Gott! Yatta! Nokori mo katatsukete yaru! Iku yo! まだだ！え？Oh, da ist ein anderer mir im Weg. Oh boy. Hallo? Yo! 8000! What the fuck? Ausweichen und Hakenstöße. Wenn du direkt vor dem Kontakt mit Titanen einspuren und die Luft ausfällt, weichst du da aus. Nachdem du ausgewichen und hinter einen Titan gelangt bist, wird Y angezeigt. Drück die Taste genau im richtigen Moment, um einen Hakenstoß auszuführen. Yeah. Oh boy. Was? Eine Pflanze sind erheblich stärker als Durchschnitt. Wenn du mit ihnen angelegst, werden oben auf der Anfangsstelle Gesundheit und Ausdauer angezeigt. Sie haben außerdem Schwachstellen, die grün aufläuft. Macht ihr damit die Rauswahl? Wenn du eine Ausdauer eines Titan auf Null reduziert hast, ist ja für kurze Zeit wehrlos. Du kannst folgende Möglichkeiten der Ausdauer Schwachstellen angreifen und erfolgreichen Hakenstoß ausführen. Titan zur Erschöpfung bringen, indem du den Beispiel zwingst, um herzulaufen. よく相手を見て戦うんだ。僕たちなら大丈夫。落ち着いて倒そう。負けるもんか。いきなりうなじを狙ってもダメそうだ。手順を踏んで攻略した方がいいぞ。Das ist ein anderer Weg. Oh! Ja!
Oh boy! Vamos a tener un feliz fix. Estou no sué. Liner たちからエレンの奪還を果たした調査兵団は多くの兵士を失いながらも無事に壁内への帰還を果たした。巨人の正体が人間であること。クリスタの正体がウォール教の秘密を握るレイス家の子女ヒストリアであったこと。そして鎧の巨人と超大型巨人の正体。この戦いを通して様々な情報を得た調査兵団だったが、ウォールマリア奪還のために再び動き出した彼らを巻き込み、壁内の情勢は大きく変化していくことになる。兵士たちの戦いは人類の手に自由を取り戻すその日まで終わらない。そして人類の命運を背負う調査兵団、その一翼を担う104機の兵士たち、彼らの戦いが再び幕を開ける。 Nächste Seite。 Hey, okay, alles gut, ne? So.Wir wollen aber jetzt was anderes machen. Wir wollen jetzt mal in die Kampagne noch reinschnuppern. So, okay. Ja, gut. Pausenmenü. Wir wollen ins Hauptmenü. Ja. Wir wollen uns den Story-Modus nochmal angucken.目標とは接触したはずだが、やけに静かだな。よし、もう少し接近するぞ。装備の確認は怠るなよ。
じか。一つ目の作戦は失敗だ。次の段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。よし、立体起動で女型の巨人に接近しよう。So, da habe ich ja schon Erfahrung drin, ne? So! Du kannst dich nicht bitte. Ich hätte sie nicht so angenehm. Okay. Boah, Alter. Ist ja aus.女型のやつ高速を振りほどきやった。逃がさない、絶対に。おお、女型の巨人が壁に近づいてるぞ。絶対に逃がすな。もうすぐ女型が壁に近づく。今度こそ仕留める。早く女型の巨人の背後を取るんだ。一気に仕留めちまうぞ。成功だ。みんな攻めかかれ。罠にかかった。やるなら今しかねえ。女型の巨人を逃がすな。絶対にここから外へは行かせん。 L、 bewege dich mit LS。 逃がすもんか。必ずここで捕獲する。 X、 決着をつける。 必ず。おお、まだあんなに体力が残ってやがるのか。どうしろってんだよ。けどきっと女型の巨人も疲弊してるはずだ。体勢を立て直して一斉に攻撃を仕掛けよう。今だ。まだ一斉に来た。ここに一冊の日誌がある。ある兵士が残したというこの調査日誌は多くの人の手を渡り歩いてきたが、記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか女性であったのかすらも今となってはそれを知る術は残されていない。ゆえにここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしよう。この日誌を通して紐解いていくのは名もなき一人の兵士の戦いの記録である。
今から100年以上前、この世界に巨人が現れた。巨人と人類との間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は巨人が越えられない強固な三重の壁、マリア、ローゼ、シーナを築き、安全な活動領域の確保に成功した。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁と共に破壊された。巨人の侵入を許した人類はウォールマリアを放棄、その活動領域をウォールローゼまで後退させた。シガンシナ区に暮らしていたアルミン・アルレルト、ミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は、避難船に乗り合わせた見知らぬ少年の言葉にある決意を固める。鎧の巨人への復讐を果たし、故郷を取り戻す。その思いを遂げるため、彼は第104期訓練兵団への入団を決めた。Ja, wer den Anime kennt, muss sich hier wie zu Hause fühlen eigentlich, ne? Wahnsinn. Ist ganz gut. Oi, 貴様! Ha! 貴様は何者だ? シガンシナ区出身、アルミン・アルレルトです。そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか。祖父がつけてくれました。アルレルト、貴様は何しにここに来た。人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。三列目、後ろを向け。
貴様は何者だ。トロス族出身、ジャン・キルシュタインです。貴様は何のためにここに来た。憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい。おい、誰が座っていいと言った。こんなところでへこたれるものが憲兵団になどなれるものか。貴様は何者だ。そう、verändert das Aussehen deiner Spielfigur, Gesicht, Körper, Kleidung und vieles mehr bis ins kleinste Detail. Du kannst auch nach einer einfachen Figurenstellung nach Änderungen vornehmen, wähle zunächst ein Geschlecht. So, wir nehmen männlich. So. Und dann gestalten wir uns mal. Gut, komm. Ist er. Die ist gut. So. Körper. Ich bin ein Zwerg. Nee, gut. Kopf. Torso. So, die Haare. Hallo, ich will die Haare. Danke. Pupillen. So, Augenbrauen. Nase und rum müssen wir nicht. Die Haut. Ganz sick. Ins kleinste Detail kannst du halt wirklich die Sachen verändern. Das ist so sick. Ja, ich würde gerne eingeben. Ha. Zucker. Zacke. Blatt. Nein, warte. Besser, warte. Titan. Zack. Zack. Zack, 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 zack. Und fertig. Bin. So, ka. Omae mo baka mitei na namae da na. Aho zura sagete, koko ni nani shi ni kita? それは素晴らしいな。貴様には最前線で真っ先に巨人の前菜になってもらおう。 OK。 第104期訓練兵団、
よく聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやる。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。今日は立体機動装置を使った実戦訓練を行う。出来の悪い奴は今からでも開拓しに移ってもらう。すぐに準備にかかれ。Ich steche natürlich raus mit meiner schwarzen Jacke und alles, ja. So. Okay. Aber das war jetzt erstmal unser kleiner Test hier für das Spiel. Wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt, dass wir das, also dass ich das weiterspiele, aber halt in kleinen Schritten, dann schreibt es in die Kommentare. Natürlich würde ich mich freuen über ein Däumchen. Die Däumchen würde ich mich natürlich freuen. Wenn ihr noch nicht Deutsch auf dem Kanal seid, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Wir würden uns natürlich sehr freuen. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und nach dem Tutorial machen wir aus. Ich bin schon lange vorne. Okay. そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。実技は苦手だけど、なんとかしないと。So, gut. Dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.